Reit und fahr auf einen alten Bach. Das war unsere Turniersaison 2015. So, dieses Video ist eine Zusammenfassung der diesjährigen Turniersaison von Erik Kunze, Steffi Bemmann, Sandy Farian, Sophia Baumgarten und Annabel Decker. Wir waren auch dieses Jahr wieder auf zahlreichen Turnieren unterwegs und können auch 2015 als erfolgreiche Saison bezeichnen. Von der Klasse E bis zur Klasse S haben wir auch dieses Jahr wieder einige Siege und Platzierungen erreichen können. Unser Dank gilt vor allem Erik und auch Steffi, die uns zahlreiche Tipps gegeben haben. Die Saison 2015 hat mit dem Turnier in Taura begonnen und wir sind mit einem zweiten und siebten Platz aus dem L-Springen und mit dem dritten Platz aus einem M-Springen wieder nach Hause gefahren. Ja, die Saison 2015 hat für Erik in Taura begonnen, mit dem Platz 2 und Platz 7 in einem Zwei-Phasen-L und mit dem dritten Platz in einem M-Spring. Danach waren wir in Kitscher und dort hat Erik insgesamt 3 M-Platzierungen und eine L-Platzierung mit nach Hause gebracht. Damit ja, war ein ganz guter Start in die diesjährige Saison gelungen. Und ja, in den nächsten Monaten haben Erik und wir anderen diverse Platzierungen und Siege geholt. Wir waren auf Turnieren wie zum Beispiel Salbitz, Moritzburg, Langleuba, zum Pfingstturnier, Panitsch, Frohburg oder auch Löbnitz. Ja, auch zum Ende der Saison war nochmal sehr viel für uns drin. Zum Reitertag in Welsau holten wir mit 4 Pferden insgesamt 6 Platzierungen im Bereich der Dressur und dem Springen in Klasse E und A. Und auf unserem hofeigenen Vereinsturnier platzierten wir uns in diversen Prüfungen und konnten am Ende 8 Platzierungen für uns verbuchen. Ja, nun stehen noch 2 Turniere für uns aus. Wir fahren am Wochenende noch nach Dira und Erik fährt noch nach Chemnitz. Und dann ist die Saison auch für uns beendet. Wir werden über den Winter natürlich viel weiter trainieren und bedanken uns ganz sehr beim Erik für das Training über die komplette Saison. Und ja, dann sehen wir mit viel Hoffnung in die neue Saison 2016.